So, hallo und ein herzliches Willkommen hier zurück bei Star Wars The Old Republic, dem besten Spiel auf ganz YouTube. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir machen nämlich die Mission Fahrt der 1000 Schritte. Wir zünden die erste Fackel an. Jo, Fackel, Fackel, Fackel. So, jetzt müssen wir die zweite abfackeln. Guck mal, da ist jemand. Hallo. Ich bin neu hier. Hallo. Ciao. Oh, renn doch nicht. Oh, er bleibt stehen. Wir gehen mal schnell weg. Wir rennen. Oh, er ist jetzt weg. Okay. Gut. Soweit, so gut alles in dem Spiel hier. Oh. Die greifen wir jetzt an. Geronimo. Oh. Ich dachte, das gibt eine, hier. Okay. Okay, jetzt müssen wir so viel suchen. Für die Bonusmission. Aber hier ist irgendwie alles weg. Alles tot. Die soll man... Wartet mal kurz. So, für mich ist das sehr laut, das Spiel. ist aber nicht so schlimm. Die Musik läuft einfach weiter. Kann das sein, dass der Sound wieder ein bisschen, ups, Interface wollte ich gar nicht. Dass der Sound sich wieder verstellt hat. Ach, Tastaturbelegung. Hier, Sound. Nö, das ist eigentlich wie gehabt alles. Hm, verstehe ich nicht. Naja, egal. Gut. Attacke! Okay, den sollten wir nicht. Wir sollten einen Sklavenhändler suchen. So, da ist die dritte Fackel. Ach, die dritte Signal. Ach, guck, die töten hier alles. Scheiße. Hm, wie viel Erfahrung gibt denn das? 2000 Leute, die brauchen wir. Okay, die brauchen wir doch nicht. So, ein bisschen. Aber wir wollen ja alles machen, was uns auf den Weg kommt, ne? Hm, naja. Ach ja, wir haben jetzt hier... Habe ich ein bisschen Geld mir geschickt, damit wir schneller vorankommen. Damit wir nicht Ewigkeiten für die Mission hier brauchen. So, und hier war doch immer so ein Elite-Gegner. Ist der jetzt da? Ah, schade, der ist auch tot. Anscheinend, der war nämlich immer hier. Naja, komm. Bonusmission, hin oder her. Wir wollen ja diese Mission machen. Nein, ich will hier nicht runterfallen. So, dann reden wir jetzt mit ihr. Ihr habt euch tapfer geschlagen, Jedi. Ich habe die Signalfeuer gesehen, als ihr den Pfad erklommen habt. Nur wenige von euch schaffen es so weit. Ich bin Kolowisch. Erste Matriarchin und Deuterin der alten Schriften. Ich habe unser Volk auf diesen Planeten geführt. Seid willkommen. Ja, moin. So, ihr habt es herausge... Was? Ach, ihr habt es hergeführt. Danke. Und mein Preis? Ihr seid der Grund, weshalb die Pilger nach Typhon gekommen sind? Meine Lehren verärgerten unsere Herrscher. Sie verachteten unsere Lebensart und weigerten sich, die Autorität der Matriarchen anzuerkennen. Auf Typhon können wir unseren Sitten in Frieden nachgehen. Sogar die Fleischräuber können unsere Gesellschaft nicht zerstören. Nicht für immer. Jetzt habt ihr das Ritual durchlaufen und zählt zu den Freunden der Pilger. Ihr teilt unsere Last und unsere Stärke. Okay. Da ist jemand aufgestiegen anscheinend. Meine Treue gilt den Jedi. Ihr seid sehr freundlich, Schluck. Meine Verpflichtung gilt dem Jedi-Orden, nicht den Pilgern. Ungeachtet dessen heißen wir euch willkommen. Nehmt diese Geschenke. Ihr müsst wissen, dass wir nicht viel besitzen. Aber als Jedi teilt ihr diese Welt mit uns und euch steht eine schwierige Zukunft bevor. Schwierig? Warum? Ich möchte helfen. Ich muss gehen. Schwierig. Eine überraschende Schlussfolgerung. Jedi müssen sich der Dunkelheit stellen.
Ich glaube, dass ihr euch der Dunkelheit unserer Welt stellen werdet. Und vielleicht einer noch größeren. Geht euren Verpflichtungen nach und wisset, dass mein Segen mit euch geht. So. Level up. Level 10 sind wir. Gut. So, da haben wir so einen schönen Arm, so einen schönen Reifen jetzt auf dem Kopf. Schön. Oh. So, dann laufen wir hier runter wieder. Lauf, 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 lauf. Guck, jetzt ist er da. Den töten wir jetzt aber, oder? Geronimo! Aua, 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 aua. Der ist aber schnell tot. Das habe ich mir aber ein bisschen schwieriger vorgestellt. So, dann machen wir als nächstes... Okay, dann machen wir als nächstes die Stärke der Fleischräuber. Ach, jetzt sind sie alle hier, ne? Nö, jetzt könnt ihr mich. Jetzt laufe ich einfach weiter. So, einfach mal schnell hier durch. Einfach mal schnell durchflitzen hier. Schnell. So, mein Gott, wie lange sind wir denn gelaufen, ey? Ich habe auf Coruscant bekommen. Ich hab's auf Punkt. Was hat man auf Level 10 bekommen? Ja, ein bisschen Geld habe ich noch übrig. Oh, ein Erfahrungs. Könnten wir eigentlich benutzen. Könnten wir echt benutzen. Das machen wir, glaube ich, auch. Oh, habt ihr das? Irgendwas ist sie explodiert. Naja, egal. So. Schönes Outfit habe ich, glaube ich, auch. Aber passt jetzt nicht zu den Jedis. Da kommt noch was auf euch zu. Da kommt nämlich noch was dazu. So. Dann reden wir mit Odumus Mir. Jedi, ich glaube, ich weiß, was euch herführt. Vedaria schickt euch zu mir. Sie hat euch vom Elixier der Fleischräuber erzählt, nicht wahr? Davon, dass es die Fleischräuber stark macht. Vedaria sucht einen Weg, das Elixier zu vernichten, aber sie macht da einen gewaltigen Fehler. Wir sollten das Elixier nicht vernichten. Wir brauchen es. Ich würde euch gut bezahlen, wenn ihr es mir bringt. Naja, wir sind eigentlich gut. Wir wollen jetzt nicht, mal gucken. Wieso? Ich will nur Informationen. Ihr wollt dafür zahlen? Ich verstehe die Beweggründe nicht. Das Elixier kann unsere Wachleute stark machen. Es wird sie vielleicht verändern, aber es wird funktionieren. So können wir unser Dorf verteidigen und unsere Feinde besiegen. Stellt euch nur vor, wenn das Elixier einen Fleischräuber mächtig machen kann, was wird es dann erst bei einem Pilgerkrieger bewirken? Bringt es mir und ihr werdet belohnt. Gepriesen! Ah, nee, wir machen das alle, das Elixier kaputt. Ich werde euch nicht helfen, den Pilgern das Elixier zu geben. Na schön. Hört auf ein altes Weib und vernichtet das Elixier. Das Blut der Pilger wird an euren Händen kleben. Das Elixier ist in den Höhlen auf der anderen Seite des Dorfes zu finden. Doch ich bezweifle, dass ein Jedi auch nur in die Nähe der Bottiche kommt. Na, das wollen wir ja noch sehen, okay? Das wollen wir ja noch sehen. Wir sind nämlich ein sehr starker Jedi. So, dann laufen wir jetzt mal dahin. Was ist das denn hier? Warum? Achso, das ist die Heldenmission. Gegner, töten wir sie. Oh, Bonusmission. Machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. So. Kinderspiel. Naja. Da wollte ich schon looten, bevor es überhaupt was zu looten gibt. So, jetzt gucken wir mal auf M. Weil nämlich hier müssen wir den Typen noch finden. Manchmal beeindrucke ich mich selbst. Manchmal aber nur. Das ist nichts Persönliches. So. Tot. Ach, guck mal, da sind die Elixiere. Was ist denn hier ein AOE? Oh gut, der macht ja alles alleine hier. Unser Freund.
Warum hat der schon Laserschwert? Ja, der ist Level 10. Hm. Wir haben noch keins. Ja, guck mal, da liegt er doch. Sie haben mich gefunden, oh Matriarchin. Vergebt mir. Die Fleischräuber sind hier. Ich kann sie nicht abwehren. Die Patrouille ist zu weit weg. Ich kann nicht. Lebe wohl, mein Sohn. Matriarchin, lebt wohl. Okay, schon vorbei. Gut. Okay, Fleischräuber müssen wir noch töten und die Elixiere müssen wir machen. Aber ich glaube, in der Höhle sind auch ganz viele Elixiere, das weiß ich noch. Also in dieser Höhle, glaube ich sogar. Wir können ja schon mal da reingehen. Müssen wir sowieso. Oh, moin. Wir haben noch kein Laserschwert. Wir sind noch am Anfang. Na, guck hier. Oh nein, oh nein. Sie klaut mir alles. Die Padawanen. Geht ja voll die Paddy ab. Yay. Dann nehmen wir uns aber das mal. Macht die das gar nicht? Ah, gut. Okay, dann können wir ja die machen. Dann fehlen uns ja nicht mehr so viele. So. Ja, was ist denn? Siege die Fleischräuber. Mhm. Ah, die kann man auch da machen. Gut. Ist hier noch ein Elixier? Nee. Das ist aber nicht so gut. Aber da auch nicht. Ja, müssen wir eben. Da muss ja immer noch eins übrig sein. Manchmal beeindrucke ich mich selbst. Komm, töte es. Los! So, muss hier nicht noch eins übrig sein, wenn die das nicht macht, ne? Der steht nicht mehr auf. Dann ist er für mich hier. So, dann können wir jetzt die Hauptquest weitermachen. Hightech-Wilde. So, immer gut Money einsammeln. Wir haben ja nicht genug. Genug Money können wir nie haben. So, dann hier hin. Können das, den Stab mal wegmachen. So, dann töten wir jetzt die Fleischräuber erstmal. Ein Kinderspiel. Ein Kinderspiel, ja, aber nur wegen mir. Nur wegen mir. Und bam. Okay, 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 okay. Ganz ruhig, mein Freund. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Nico. Okay. Ganz ruhig, ne? So. Du musst ja nicht direkt alles immer. Manchmal beeindrucke ich mich selbst. So, mein Freund. Ne? Wir haben jetzt erstmal neue Schuhe bekommen. Oh, hoffentlich waren die auch für uns. Ja. So, wir haben neue Schuhe. Und du läufst immer noch mit deinen alten Schuhen rum. Also, sei mal ruhig, okay? Wir haben neue Schuhe und du nicht. Nee, natürlich steht er nicht mehr auf. Aber wir haben jetzt einen Schlüssel. Und da ist ein Druide. So, dann öffnen wir das. So, dieses Versteck bringt Waffen und Technologien. Die Fleischräuber nutzen Twilix. Ja, sie für die Dorfwanne mitnehmen, sie adoptieren, um die Feinde zu töten. Wenn sie all das hier haben, werden die Twilix sich selbst verteidigen können. Ja, das war der Plan. Na, kleiner Druide. T7, froh Jedi zu sehen. T7, gefangen von Fleischräubern, plus muss gerettet werden. Du bist bald frei. Keine Sorge, kleiner Kerl. Ich hole dich da raus. Sicherheitsbolzen fehlerhaft. Gestört. T7s Sensor unfähig. Hinterhalt der Fleischräuber zu erkennen.
Ich bin froh, dass du heil bist. Warum haben sie dich gefangen genommen? Nutzlose Blechbüchse. Wie gut, dass die Fleischräuber keine Droiden essen. Ha, 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 ha. Ich hab Witz gerissen. Zeig deinen Soldaten, wie man diese Waffen einsetzt. Sie sollen an den Twi'lek-Eindringlingen üben. Wann werden wir gegen die Jedi kämpfen? Geduld, Kalef. Die Jedi werden fallen, wenn unsere Armee ihre volle Stärke erreicht hat. Natürlich entferne ich ihn. Ich will, dass nichts bereuen müssen. Der Sicherheitsbolzen bleibt. Natürlich. Ich habe den Sinn von Sicherungsbolzen ohnehin nie verstanden. Sicherheitsbolzen entfernt. Das Generell von T7 vergrößert. Bereit. Na komm, T7. Weißt du was? Wir rennen jetzt aber nicht hier raus. Ja, T7, ganz chillig bleiben. Wir machen eine Schnellreise. Wir werden jetzt abgeholt, okay? Der holt uns ein Flugzeug ab und dann gehen wir zurück nach Hause, okay? So, jetzt sind wir jetzt auch wieder hier. Das ging schnell. Dann reden wir jetzt erstmal mit Tatsuno Gon. Jedi, ihr seid zurück. Was ist da draußen passiert? Wo ist mein Vater? Na gut, er ruht. Es tut mir leid. In meinen Taschen. Na gut, okay, witzig sein. Er ruht. Er hat Frieden gefunden. Ich bringe euch seinen Ring. Ist das alles, was von ihm übrig ist? Diese Ungeheuer. Sagt mir, dass sie für ihre Taten gelitten haben. Sie sind alle tot. Naja, wir haben nichts getötet eigentlich, ne? Wir haben nur ein paar getötet, Naja, komm, es ging nicht um Rache. Ich ging fort, um jemanden zu retten, nicht um eure Blutgier zu stillen. Dann habt ihr diese Ungeheuer also leben lassen? Ich sollte euch dankbar sein, dass ihr die Wahrheit entdeckt habt. Doch ihr schändet das Andenken an meinen Vater. Jetzt bleibt mal ganz ruhig, mein Freund, ne? Also wir sind ein Jedi. Wir müssen ruhig bleiben. Rache ist falsch. Ich bedauere, dass ich nichts mehr tun konnte. Ihr seid ja nichts Besonderes. Ach, ihr seid ja nicht besonders dankbar. Die Rache ist natürlich falsch. Die Jedi kämpfen für den Frieden, nicht um zu morden. So wie ich das sehe, kämpfen die Jedi für gar nichts. Lasst mich mit meiner Trauer allein. Wir werden nie wieder miteinander reden. Ja gut, will ich auch gar nicht. So. Dein Geld nehme ich aber dankend an, du Arsch. So. Ja gut, man steckt hier auch Level auf. Level um Level. Hallo. Legendärer Spieler. So. Dann reden wir noch mit ihr. Ihr seht gut aus, Jedi. Ich hoffe, die Fleischräuber haben euch nicht verletzt. Habt ihr das widerwärtige Elixier vernichtet? Ja, haben wir. Ich habe den Auftrag wie gewünscht ausgeführt. Ihr habt die Welt von etwas sehr Bösem befreit. Die Fleischräuber werden vielleicht neues Elixier herstellen, doch wir werden es ihnen nicht leicht machen. Ich bin dankbar für das, was ihr getan habt. Nehmt dieses Geschenk mit meinem Segen an. Gehen wir nun in Frieden auseinander. Okay. Gut, das, eine neue Hose für uns. Nehmen wir dankend an, diese Hose. So, dankeschön. Wieso hast du ein Lichtschwert und ich nicht? Wieso? Level 4. Du darfst doch kein Lichtschwert haben. Du bist ein Padawan. Wir auch. Warte, wir können ja den Titel hier mal nehmen. Padawan. Was ist denn hier? Okay. Ja, lassen wir es einfach. Padawan. Jalwika. Sie ist in meinen Armen gestorben. Ihr hättet sehen sollen, was dieser Abschaum ihr angetan hat. Es tut mir leid, Seilu. Wir teilen euren Verlust. Für jeden von uns, den die Fleischräuber abschlachten, sollten wir 10 von ihnen töten. Nein, 100! Wird das eure Geliebte wieder lebendig machen? Belehrt mich nicht, Jedi. Meine Frau ist tot, unsere Leute abgeschlachtet. Und wo wart ihr? Euer Verlust tut mir leid. Ich habe einen Druiden gefunden, okay? Jetzt schimmer. Euer Verlust tut mir leid. Ich habe euch Waffen geholt. Seid still. Nichts, was ich sage, kann euch jetzt Trost spenden. Aber wir tun wirklich alles, was wir können. Wie wäre es mit der Ausrottung dieser Tiere? Die Fleischräuber werden nicht aufhören, bis wir alle tot sind. Werdet ihr das zulassen? Niemals.
Ihr könnt jederzeit gehen. Vielleicht sollte ich das. Okay, was machen wir? Ich werde nicht alle töten. Ich werde nicht ruhen, bis die Fleischräuber besiegt sind. Das ist ein Versprechen. Wir werden sehen, was das Wort eines Jedi wert ist. Ich hoffe, du kannst das Versprechen halten. Ich fürchte, er wird nicht gut auf eine Enttäuschung reagieren. Die Leute fragen sich, warum es den Jedi verboten ist, zu heiraten und eine Familie zu haben. Sie sehen nicht, dass derartige Verbindungen immer zu Leid führen. Leidenschaft kann eine Person zerbrechen. Und Jedi, die von Leidenschaft zerfressen werden, werden zu etwas Schrecklichem. Grüße, Meister Orgus. TE7 Aufklärungsbericht bereit für die Lieferung. Okay. Ich habe diesen Druiden gefunden, Meister. Kennt ihr diesen T7? Kennt ihr T7? Ihr gehört euch. T7 wurde von den Fleischräubern gefangen genommen. Ihr werdet seine Holo-Aufzeichnung sehen wollen. Sprich mit Rana, solange ich mich mit dem Druiden befasse. Ich denke, dank dir sind ihre Leute bereit, uns zu helfen. Ja, klar. Das ist aber mein Druide. Ich möchte ihn jetzt wieder haben. Hallo, ich will ihn wieder haben. Ich wollte ihn eigentlich wieder haben. Mit den Waffen und der Technologie, die ihr von den Fleischräubern erbeutet habt, kann mein Volk sich verteidigen. Euer Heldenmut macht mir Hoffnung, dass wir überleben können. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Wie geht es eurer Mutter? Wer bloß nicht die... Okay. Es ist die Pflicht der Jedi, andere zu beschützen und zu verteidigen. Und wir haben versprochen, im Gegenzug für diese Pflicht unser Wissen mit euch zu teilen. Die Späher berichten, dass die Truppen der Fleischräuber immer stärker werden. Sie haben bereits die umliegenden Berge unter ihrer Kontrolle. Und jetzt greifen sie die Ruinen von Kalett an. Meine Leute haben sie bei den Überresten eines alten Schreins gesehen. Ganz in der Nähe eures Jedi-Tempels. Kalett war einst eine große Stadt voller Machtanwender. In den Ruinen liegen Kräfte, die wir noch immer nicht verstehen. Die Fleischräuber suchen dort irgendetwas. Wir können nicht zulassen, dass sie es finden. Du musst die Fleischräuber sofort zurückschlagen. Ich muss diesen Droiden zum Rat zurückbringen. Der verhüllte Mann auf dem Holo. Ich kenne seine Stimme. Die Situation ist schlimmer, als ich dachte. Tu, was du kannst, um die Fleischräuber aus Kalett zu vertreiben. Ich schicke dir so schnell es geht Verstärkung. Okay. Ich bin zu allem bereit. Moment, das soll alles sein. Ich brauche sie nicht. Ich halte die Stellung, bis Verstärkung eintrifft, Meister. Wenn du den verhüllten Mann von der Holo siehst, greif ihn nicht an. Und jetzt geh. Gut. Oh, jetzt haben wir eine schöne neue Robe. Oh, wir werden immer mehr zum Jedi. Die gehen die ganze Zeit mit ihren Lichtschwertern an. Ich werde jetzt mal gucken, was die hier so reinschreiben. Welche Lichtschwerter sie so gekauft haben. Kann man die nicht so irgendwie sehen? Ey, warum geht das nicht? Naja, egal. So, gehen wir wieder ganz runter. Irgendwie ist das ein bisschen... Naja. Gut, weiter geht's. So, jetzt müssen wir den alten Schrein erkunden. Ups. Da gibt's hier noch Quests oder sowas? Ich mach alles, Leute. Ich mach alles. Okay, dann gehen wir zurück hier hin. Weil ich glaube, da gibt's eine Quest. Schöne Robe haben wir da an. So, nehmen wir den Jetpack. Und gehen hier zu... Das hier. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Danke, wir fliegen gerne. Hey, wir sind schon Level 13. Ist man nicht eigentlich Level 6 erst so hier? Wir müssen selber gegen die Fleischräuber kämpfen. Eine Miliz gründen. Eine andere Angriffsstrategie probieren. Irgendwas. Als wir es das letzte Mal versucht haben, wurden Leute gefressen. Kommen diese Stimmen her? Welche Wahl haben wir denn? Ey, wir brauchen unseren Gefährten. Wo ist der? Hallo? Unser Gefährte? Kommst du mal wieder? Hallo. Danke. Auch. Moin. Wie geht's dir so? So. Das war eine beeindruckende Leistung vorhin. Aber wir haben an der Programmierung dieser Droiden gefeilt. Wollt ihr es nochmal versuchen? Raus da. Und zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ich zeig euch mal, wie einfach das geht mit meinem neuen Kumpel hier. Der ja mehr Leben hat als ich. Der einfach als Tank dienen kann eigentlich.
So, dann werden wir jetzt gegen die auch noch kämpfen. Okay, mach sie fertig. Los, Attacke. Na ja, gut. Den hätte ich auch alleine geschafft, ohne dich. Du bist einfach nur da, um zu helfen. So. Gute Arbeit. Danke. Das nächste Mal müssen wir euch eine echte Herausforderung bieten. Bitte. Das war mir viel zu einfach. So. Dann tun wir unseren Jetpack mal anziehen und fliegen ein bisschen. Guck, da ist nämlich eine Quest, wusste ich nämlich. So. Ich scheine unter einem Fluch zu stehen. Warum bekomme ich immer die Schüler, die sich für etwas Besonderes halten? Meister Silvate, unsere Padawane verhalten sich zwar etwas seltsam, aber ich denke nicht, dass Grund zur Sorge besteht. Wartet, ich habe eine Idee. Ihr da, Padawan, euch kenne ich doch. Woher kennt ihr mich? Ich verlange nach... Ihr verlangt nach mir, Meister? Wer ich? Tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass wir uns vorgestellt wurden, Meister. Zugegeben, da habt ihr recht. Wir kennen uns nicht, aber ich weiß von euch. Meister Silvate ist wegen ein paar Padawanen besorgt. Er hegt den Verdacht, dass sie... Nun ja... Wenn mich nicht alles täuscht, dann führt sie ihre Leidenschaft auf den Weg der Dunkelheit. Das klingt nach Ärger. Sag mir, was ich tun soll. Sind Liebeleien so schlimm? Ich kann eure Sorge gut verstehen. In jeder anderen Hinsicht sind die beiden Musterschüler. Doch es wäre fahrlässig von uns, wenn wir nicht alles täten, um die Sache zu bereinigen. Einem Padawan wie euch würden sie sich vielleicht öffnen. Ihr müsst mit ihnen reden und in Erfahrung bringen, ob sie tatsächlich eine Beziehung haben. Gut, das werde ich nachgucken und dann werde ich das sofort petzen gehen. Das nehme ich sehr ernst, sofort. Ich soll meine Mitstürmer ausspionieren? Das nehme ich natürlich sehr ernst. Wenn sie den Kodex der Jedi verletzen, werde ich es herausfinden. Versprochen. Ihre Namen sind Morasen und Spanios. Sie befinden sich zurzeit in den Ruinen von Unterkalett. Geht, redet mit ihnen. Und meldet uns dann, was ihr über ihre Beziehung erfahren konntet. Versucht sie nicht argwöhnisch zu machen. Verliebte können recht empfindlich sein. Ich werde petzen gehen. Ganz, ganz klar. Okay? Ich werde euch jetzt schon sagen. Guck mal, der hat so ein... Oh, was ist das denn? Meister Orges neue Schülerin. Wie aufregend. Man sagt, dass ihr großartig mit einer Vibro-Klinge umgehen könnt. Ich bin Fia, Padawan Fia. An diesen Titel muss ich mich erst noch gewöhnen. Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit der Macht und habe noch einen weiten Weg vor mir, bis ich so gut bin wie ihr. Ihr habt erst angefangen? Gebt euch einfach Mühe. Ganz offensichtlich. Für eine Anfängerin scheint ihr mir etwas zu alt zu sein. Bis vor ein paar Tagen wusste ich noch nicht mal, dass ich eine Machtanwenderin bin. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich hier bin. Letzte Woche war ich noch auf einem Müllschiff auf Raxus Prime. Und dann ist dieser furchteinflößende Jedi aufgetaucht und hat mir gesagt, dass er die Macht in mir spürt. Wie wahrscheinlich ist das? Furchteinflößend? Sehr sogar. Ihr seid ziemlich rätselig. Jedi sind normalerweise nicht für ihr erschreckendes Äußeres bekannt. Die Keldor sehen einfach gefährlich aus. So etwas wie ihn habe ich noch nie gesehen. Nicht, dass ich ein Problem mit Fremdlingen habe. Kennt ihr eigentlich Meister Telin? Er ist derjenige, der mich gefunden hat. Ich versuche, ihm eine Nachricht zu überbringen. Meister Telin geht einem Rätsel in den Ruinen von Kalett auf den Grund. Irgendwelche antike Droiden, die Leute angreifen. Könntet ihr ihm diese Holo-Aufzeichnung geben, falls ihr die Ruinen besucht? Ich wäre euch wirklich dankbar. Wir nehmen alles an, was uns weiterbringt hier. So gut wie erledigt, Fia. Ich habe andere Verpflichtungen. Tut mir leid, nein. Ich mache das schon. Nein, fantastisch. Jetzt verstehe ich, warum jeder hier von euch beeindruckt ist. Hier ist die Holo-Aufzeichnung. Meister Telin hat ein kleines Lager außerhalb der Ruinen. Ich danke euch für eure Hilfe. Kein Ding für den King. So. Dann gehen wir jetzt mal dahin. Mit unserem Jetpack. Yay.
Wir fliegen, 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 fliegen. Wir haben ein Jetpack und du nicht. Wir haben so ein schönes... Oh, guck mal, gibt's das hier? Bonus. Gibt keine Bonus. Das ist nichts Persönliches. Schade. Naja, gut, dann fliegen wir weiter. Man muss immer mal alles töten. So. So, da ist irgendwo noch eine Mission, habe ich gesehen. Da. Jedi Tilly. Tilly. Aber wir gehen erstmal Sachen verkaufen. Hier ist nämlich irgendwo so ein... Da. Genau. Wir gehen jetzt erstmal ein paar Sachen... Ja, wir wollen den Schrott verkaufen. Das behalten wir. Brauchen wir nicht. Ist die besser? Ne. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir natürlich. Und die können wir auch behalten. So. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Nein, halt, stopp. Okay. Mann. So, gut. Ihr seid hässlich, ja? Alles gut. Gut, das soll es jetzt erstmal gewesen sein für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder und möge die Macht mit euch sein, meine Freunde. Die Macht ist immer mit euch. Bis dann. Ciao. Mit Au.